Und ein weiterer Drehtag von Prinz Blechleber und der Fluch der Ahnen. Und heute sind wir in Schildberg, ja? Freilichttheater Schildberg. Hofberg Ritter haben uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Dürfen wir heute drehen, eine sehr schöne Kulisse. Eigentlich war diese Kulisse so der Anreiz für uns, wieder Prinz Blechleber zu drehen, weil wir gesagt haben, wenn wir solche Kulissen nutzen dürfen, dann darf das ja doch recht Spaß machen. Gell? Und da sind wir jetzt ganz froh, dass wir da sind. Vielleicht kommt sogar Presse. Presse ist auch geladen. Vielleicht kriegen wir dann wieder einen Artikel, nachdem es in Schrobenhausen recht gut geklappt hat, nach dem Sommerdreh am Stadtwall, kriegen wir vielleicht in Eichach und Umgebung dann auch einen schönen Artikel. Ihr wagt es nicht. Sie ist eine Lulu. Eine was? Eine verfugte, abgerührte Lulu. Prinzenrolle. Ihr seid eine Prinzenrolle. Boah. Wenn ihr nicht adelig werdet, ich würde euch... Du bleibst, bis dein Vertrag erfüllt ist oder du aufgrund fehlender Gliedmaßen nicht mehr nützlich für mich bist. Die Hälfte von dem, was da drin steht, ist doch gar nicht zulässig. Und wenn schon, dann ändere ich schwuppdiwupps die Gesetze und schon passt's wieder. Da schaut dir der Hauptmann, gell? Das wagt ihr nicht. Wer nicht wagt, der hat noch nicht. Dann bewilligt wenigstens meine Heirat mit Anna. Eine Hochzeit willst du? Mit dieser dahergelaufenen? Das könnt ihr vergessen. Da lache ich ja. Könige raus! Bisschen lachen, tut's ein bisschen was. So, Mädels, kommt her, ja. Langsam. Schön, es ist eigentlich viel tragen. Richtig schön, wunderbar, genau. Ja, perfekt da oben, perfekt. So, jetzt bleibt stehen und alle applaudieren hier. Hier plappert ihr Zaun, König macht gut. Genau, perfekt, super. So, die Mädels gehen weiter, ihr macht's auch weiter. Und sozusagen immer so, oh, ja, genau. Genau, jetzt machen wir die zwei zu. Da, ihr kommt hier nicht vorbei, so vom Prinzip her. So, jetzt kommen die von hinten raus. La, ihr tut weiter so. Weiter mal, gell? Ihr kommt da hinten raus und reden miteinander. Und jetzt merkt ihr das so, oh mein Gott, Hilfe, jetzt putzen, genau. Und du so, la, genau. Und dann bleiben die stehen und hier reden die dann. Ja, hier reden die dann. Und ihr seid natürlich dann so, tut euch ganz so, ganz still bleiben. Und er schaut ihn so an, ich weiß nicht, ob er zuschaut, das sehen wir dann schon, aber er macht es einfach weiter dann, ja? Einfach weitermachen, bis irgendeiner sagt, Ende, Schnitt oder was auch immer. Sie ist verschwunden. In der Herberge ist sie nie angekommen. Das hier habe ich gefunden. Ein Armreif? Das ist ja lieb, aber für Geschenke ist das der falsche Zeitpunkt. Der gehört Anna. Ach so. Sie hat sich offensichtlich gewehrt. Ja, das ist das, was ich eigentlich bemängeln muss. Das dauert alles so lang. Wenn du da Minuten drehst, da brauchst du einen ganzen Tag dafür. Ja. Am Anfang habe ich immer so da, als weißt du drum schwit. Ja. Aber dann warst du ja einmal nicht da und dann hat es trotzdem so lange gedauert. Dann habe ich mich nicht mehr rausreden können. Das dauert immer so lang. Das ist unglaublich. Ja. Film ist eigentlich nur warten. Aber die meisten Szenen hast du schön einstudiert, die Choreografie. Ja. Ich war gerade im Interview. Hat's dir gefallen? Backstage. Ja, sehr schön. Ja. Und dass alle so mitgemacht haben. Ja. Plansequenz. Plansequenz. Eine geplante Sequenz. Jeder tut das, was er muss. Und das immer und immer wieder. Immer das ist wieder. Wie Fließbandarbeit. Ja, wir haben 3 Wochen haben wir einstudiert. Ja. Dass das so passt hat, wie es dann im Film zu sehen ist. Ich muss sagen, alles Laien und innerhalb von kürzester Zeit haben sie eigentlich gut gemacht. Ja. Normal hast du Profis für sowas. Und immer. Dann dauert das wesentlich länger. Und sind auch viel teurer. Ja, und da sind wir sehr stolz. Und ich kann mich nicht immer bei jedem einzeln bedanken, aber man muss echt froh sein, dass die Leute so durchhalten. Weil es ist ja immer auf dem Hitz auf dem Set. Bis auf immer. Obenhausen. Und bis auf die letzten 7 Monate. Ja. 8. Kann man es das einmal da meckern? Das mit den Tätowierungen war eine scheiß Arbeit, bis wir die alle identisch mit Seilen gehabt haben. Also das, war das geht aber weg, das kann ich mit Wasser wegmachen. Also das ist nicht echt. Ach so, okay. Ja. Okay. Also, weil der Hauptmann, der ist Moment, da wirklich... Moment, das habe ich dir erzählt, dass das wieder weggeht. Wie so ja, er gehört zum Maskenteam, ich habe ihm jetzt mal vertraut. I like it. So, jetzt haben wir die hässliche Fresse vom Harry auch gesehen. Das war's dann wieder von uns aus der Maske. Fährt euch bis zum nächsten Mal. Ein beschwerlicher langer Weg, aber wofür hat man Packesel? So wie ein Peli. Gell? Da oben. Nein, da stehst du hier. Ja, wir sind da in der Nähe von Riedenburg, sind wir in Essing, in geheimen Höhlen. Und da haben wir eine Drehgenehmigung bekommen und da freuen wir uns ganz arg. Der Weg war ein bisschen beschwerlicher, wie wir gemeint haben. Der Balu hat gemeint 700 Meter, haben wir gleich, aber das war irgendwie Luftlinie.
anscheinend. Wir haben es geschafft. Eine saugeile Kulisse, dank Balu, ja, hat selber gebaut, aus Rehgips. Nein, Pappmaché. Ah ja, wunderbar. Und es wird sich lohnen, ja, die Ältesten, das ist unsere Szene heute, wir haben ja den Rat der Dementen, der ist für die Bittsteller zuständig und ist Experte für alte Schriften. Und Prinz Blechleber und Hauptmann Hadubrand werden die heute in einer Szene befragen. Sie haben ja ein kleines Problem. Ja, die Prinzessin und die Freundin des Hauptmanns sind entführt worden und da braucht es ein bisschen Hilfe. Ja, sehr beschwerlich. Ich hoffe, wir kriegen es zügig durch. Es ist sehr viel Text, vor allem für den Werner. Und ja, legen wir los, gell? Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Werner, wie fühlt man sich? Ja, noch älter als sonst. Ja. Werner ist ja knapp 40. Was sagst du jetzt? 40 plus. 40 und ein paar Monate. Wie viel? 122. Es tagt der Rat der Dementen. Herein! Komm, was? Was? Ja, wo ist dir? Ja, bravo, Balu. Jetzt wirst du nur noch ausschauen. Ja, genau, was ändert sich. Da zeig mir doch. Wir schauen noch dort zu. Warte, ich glaube, die kommen rein. Und dann, ja, können wir selber Kinder fast den Boden. Schreit noch lauter. Es war sehr anstrengend. Viele Touristen da, hat man nicht gemeint, weil die Höhlen sind ja eigentlich geheim. Und ja, sehr schwierige Textpassagen. Zeit ist uns wieder mal davon gelaufen. Und es war sehr anstrengend. Zeitweise habe ich wieder daran zweifelt, ob wir das Pensum, das wir vorgehabt haben, schaffen. Aber wir haben es geschafft. Alle haben durchgehalten bis zum Schluss. Und da kann man nur stolz drauf sein. Ab jetzt wird es nur noch einfacher. So geht's mal. So, der Dreh in den Höhlen, der ist vorbei, war sehr anstrengend und heute lassen wir es gemütlich ausklingen hier auf Burg Randeck, ja, in der Nähe von Essing. Sehr schönes Fleckchen. Wir haben da eine geile Kulisse und irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, wir können gar nicht alles mitnehmen. Da werden wir nochmal kommen. Gibt viel her, tolle Burg, tolle Mauern, machen wir ein paar landschaftliche Szenen, die Abreise vom Hauptmann und vom Prinzen, wird ganz spannend und dann trinken wir irgendwo noch eine halbe. Hätte ich gesagt. Sind wir gespannt. Ja, ich freue mich. Vor allem, wir müssen halt Kontext auswendig wissen. Das ist das Allerschönste. Ha 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 ha!